Apfeldoktor in Piskastel, der Ben für euch. Hallo. Nach ganz, ganz langer Zeit nochmal mit einem deutschen Video. Und überhaupt nach langer Zeit nochmal mit einem Video, weil wir die Videofrequenz in letzter Zeit mal ein bisschen runtergefahren haben. Aus diversen Gründen. Ganz einfach, es ist unheimlich anstrengend, wirklich jeden Tag das so durchzuziehen. Das nächste ist, dass wir auch schon sehr, sehr viel Content haben. Und dementsprechend da dann das Ganze auch ein bisschen besser timen müssen. So, was ich heute für euch habe, das ist eine Datenrettung. Das ist mir ganz wichtig, dass das auch auf YouTube nochmal hier auf Deutsch kommuniziert wird, dass das unser Kerngebiet ist, in dem wir tätig sind. Das ist unter dem Label inzwischen AG Forensics. AG steht für Apfeldoktor Germany. Forensics sollte für sich selber sprechen. Und das ist unser Hauptaugenmerk, nämlich der Erhalt der Daten oder gerade die Hilfe in Datenrettungsfällen, in denen ganz, ganz viele nicht weiterkommen oder euch nicht weiterhelfen können. Und dann kommen wir ins Spiel und können euch in fast allen Fällen einfach die Daten wiederbringen. Ja? Und das hier, dieses iPhone 7 Board wurde in dieser Form eingesendet. Ich zeige euch das gleich unter dem Mikroskop. Das ist ein schwerer Salzwasserschaden, der hinterher dann anscheinend auch noch versucht wurde, irgendwie zu reinigen in einem Parfüm. Es riecht sehr, sehr nach Boss Bottled oder sowas in der Richtung, meinte der Andi. Ich zeige euch das einmal auf dem Mikroskop. Und dieses Board war bei einem großen Datenretter in Hamburg bereits gewesen. Die haben gesagt, es gibt keine Chance auf Datenerhalt bei dieser Platine für kein Geld der Welt. Und wir wollen jetzt hier mal schauen, ob das wirklich so ist oder ob wir da eventuell dem Kunden doch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können und die Daten in irgendeiner Form retten können. Ja, ich gebe euch jetzt mal auf das Mikroskop. Hat dir alles beigelegen. So. Hier hatte ich dir vorhin gesagt, dein Kurzzeitgedächtnis ist nicht gut oben im Drucker. Doch. Doch. So. Dann schauen wir uns mal an. Also irgendjemand hat hier anscheinend schon mal versucht, Kondensatoren zu entfernen. Dann fehlt der Coil oberhalb von meinem Power IC. Es ist alles stärkst korrodiert. Ja. Also das macht dann, wir sind im Video, ne? Es wäre ganz schön, wenn dann unter Umständen, wir haben hier heute irgendwelche Stechmücken. Und ja. Wäre aber jetzt dann schön, wenn in dem Video mal so ein bisschen ruhigere Atmosphäre wäre, weil das ist nicht schön dann. Ja? Ja. So, jetzt bin ich für euch da. Ich entschuldige mich für den Trouble im Hintergrund und ich hoffe, dass wir das jetzt wirklich in Ruhe machen können. Aber so ist das, wenn man auf relativ kleinem Raum hier in der Werkstatt, die Leute sagen immer, das sieht auf dem Video so groß aus, aber ich glaube, wir sind hier bei vielleicht 15 Quadratmetern mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten, ja, mit 5 Technikern auf 15 Quadratmetern. Das ist wirklich relativ, relativ klein, ja. Ja, auf jeden Fall ist es relativ klein, 15 Quadratmeter hier, aber wir werden ja demnächst jetzt zum Glück umziehen und ich werde euch da demnächst auch auf Social Media ein bisschen was zu zeigen. Es ist ein sehr, sehr schönes Gebäude und ja, da werden wir dann auch den neuen Content produzieren und ich denke, das wird sehr, sehr schön. Aber mehr dazu in den nächsten Tagen, ja. Oder in den nächsten Wochen auch. Also, das hier sieht wirklich relativ wild aus. Ja. Dementsprechend würde ich vorschlagen, dass wir jetzt als allererstes Mal das Shield entfernen. Ja. Also die Abdeckung auf der Frontseite. Ich habe hier präventiv einfach schon mal eine Platine vorbereitet. Was wir hier anwenden, das ist das Board-Swap-Verfahren. Das heißt, wir haben an älteren Samsung-Geräten oder generell an älteren Android-Devices ist es so, dass ihr einen, dass ihr einen eMMC-Speicher habt. Ja? Und der eMMC-Speicher in den meisten Fällen, je nach Android-Version, aber in den allermeisten Fällen nicht verschlüsselt ist. Ja? Das bedeutet, dass man da ganz einfach hingehen kann
und diesen Speicher entlöten kann und den mit einer Apparatur, mit einem BGA-Reader dann einfach auslesen kann. Und dann hat der Kunde ganz schnell und einfach seine Daten. Das ist dann auch nicht teuer, weil das ganz einfach nicht viel Aufwand ist. Ja? Beim iPhone haben wir eine Sicherheitsarchitektur. Ja? Das heißt, wir haben gekoppelte Komponenten. Wir haben einmal den NAND, das ist so gesagt die, sozusagen die Festplatte in dem Gerät drin. Ja? Und um an die Daten zu kommen, muss das Gerät aber booten und der NAND muss entsperrt werden. Ja? Weil du kannst zwar den, das verstehen ganz viele Kunden immer wieder nicht oder falsch, ihr könnt zwar den NAND rausnehmen und auslesen. Was ihr da auslest, sind aber nur die Sysconfig-Daten, ja? Die Underlying Partition. Das heißt, Wi-Fi, Bluetooth, MAC-Adresse, Seriennummer. Ihr kommt nicht an die Daten, die auf dem Gerät drauf sind, ja, an die User-Daten kommt ihr nicht ran. Bilder, Kontakte, Gesprächsverläufe, WhatsApp, Apps, da kommt ihr nicht dran. Ja? Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur, indem das Gerät wirklich faktisch bootet. Ja? Und dann kann ich ein Backup von dem Gerät ziehen. Ja? Das heißt, wir brauchen mehrere Komponenten, die zusammenarbeiten. Wir brauchen einen intakten CPU. Ja? Wir brauchen das Logic EEPROM und wir brauchen den NAND-Speicher. Ja? Das auf einer funktionsfähigen Platine aufgelötet, sorgt dafür, dass das Gerät booten kann. Und dann kann ich die Daten entnehmen. Möchte ich Vollfunktion haben, dann brauche ich auch noch das Baseband und das Baseband EEPROM und je nach Version vom Gerät, je nach Modell, dann auch noch den NFC. Ja? So, das sind Dinge, die sollte man wissen, die sind wichtig zum Verständnis, wann überhaupt eine Datenrettung möglich ist. Also eine Datenrettung ist zum Beispiel nicht möglich für niemanden auf der ganzen Welt, wenn der NAND-Speicher physisch defekt ist. Ja? Oder wenn der CPU intern kurzgeschlossen ist, dann ist keine Datenrettung möglich. Oder wenn das Logic EEPROM defekt oder gebrochen ist, wie auch immer, ja? Dann ist keine Datenrettung möglich. Das heißt, wir brauchen das Zusammenspiel dieser drei Komponenten. Andernfalls wird das nicht möglich sein. Ja? So. In den meisten Fällen nach Wasserschäden sind diese drei Komponenten aber wirklich noch in Ordnung. Ja? Und dann können wir hier auch helfen. Weil wenn die in Ordnung sind, dann bieten wir euch eine 100% Garantie darauf, dass das wirklich auch funktioniert im Boardswap-Verfahren. Sehr sensitives Verfahren. Da muss man dann auch zu sagen, dass ganz viele Leute meinen, man kann sowas irgendwie machen für 100 Euro. Wir hatten gerade gestern wieder eine Einsendung von einem iPhone XS. Da wurde am Top-Layer wurden zwei Longscrew-Damages verursacht und die Schrauben wurden durchgedreht durchs Board komplett. Ja? Und dann schreibt der Kunde auf dem Zettel, als er das Gerät einschickt, ja, ich brauche die Daten. Im besten Falle sollte das Gerät auch funktionieren. Freigabe 90 Euro. Ja? Das ist natürlich unmöglich. Ja? Also das war dann wirklich eine Arbeit. Top-Layer-Swap, Bottom-Board-Reballen, alles wieder zusammen, volle Funktion inklusive Datenerhalt sind dann 699 Euro. Das ist ganz einfach eine Menge Arbeit. Man braucht eine Menge Know-how dazu. Man muss genau wissen, was man tut. Das ist nichts, was man irgendwie zu Hause nachstellen kann. Es gibt weltweit vielleicht eine Handvoll Leute, die euch überhaupt das Ganze durchführen können. Und dann noch mit so einer hohen Erfolgsquote. Ich denke, weltweit werden das nicht mehr als 3 bis 4 Personen vielleicht überhaupt mit der Erfolgsquote bewerkstelligen können. Ja. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, wenn es um Datenerhalt geht, dass den Menschen auch klar wird, dass Datenrettungen in solchen Verfahren sehr teuer sind. Es kann natürlich auch wesentlich günstiger sein. Angenommen, ihr hattet einen Wasserkontakt mit einem iPhone 7 und ihr habt nur einen Kurzschluss auf einer Line und es ist nur ein Kondensatordefekt, ja, oder ihr habt nur ein Backlight-Problem, wie auch immer, dann sind das zwar keine Reparaturen, dann sind das reine Datenrettungen, die sind natürlich dann aber wesentlich günstiger. Sobald das aussieht wie hier, und ihr solch schwere Korrosionsschäden habt, dann läuft das zwangsläufig auf eine Datenrettung im Boardswap-Verfahren raus und diese liegen in der Regel bei 499 Euro, nur Datenrettung, ja, ohne Vollfunktion. Ein Vollfunktionsswap ist dann je nach Modell dementsprechend auch nochmal ein Stückchen teurer. Ja. Dann sagen viele, ja, aber so ein iPhone 7 kostet ja nur noch 150 Euro, wenn ich das kaufe. Ihr dürft niemals den Gerätewert messen am Wert der Daten und vor allem müsst ihr verstehen, dass um an die Daten zu kommen, es enorm viel Know-how voraussetzt. Und wenn ihr bei großen Datenrettern anfragt, wir sind ja ein sehr kleines Unternehmen, ja, wenn ihr bei großen Datenrettern anfragt, dann lagern die solche Arbeiten Punkt 1 meistens aus, schlagen darum Punkt 2 dementsprechend ihre Marge auf und sowas bei einem großen Datenretter
in den USA ist sowas 2500 US-Dollar aufwärts, ne? Also das kostet wirklich richtig Kohle und ist bei uns dementsprechend wirklich in der Relation mit 499 bei diesem Board Swap Verfahren sehr günstig, ne? Es ist auch häufig so, dass der ein oder andere das nicht versteht. Ganz viele Menschen verstehen es aber und wissen auch den Wert des Datenerhaltes irgendwo zu schätzen. Aber das ist ganz wichtig, dass man das auch mal in einem Video kommuniziert, damit die Leute eben auch sehen, dass so eine Datenrettung eben nicht einfach nur 90 Euro kostet. Ja? So, und wenn dann der ein oder andere sagt, okay, aber ich sag mal, wenn man so ein Video schaut, man sieht, dass man dann später irgendwie in 30 Minuten mit sowas durch ist. Ihr seht in diesem Video nicht die Vorbereitung zum Beispiel des Logic Boards, das wir hierzu brauchen. Ja? Das ist auch nochmal ein Zeitfaktor, das ist auch wieder Arbeit, da könnt ihr auch nochmal 35 Minuten rechnen. Das wird von Hand vorbereitet. Ja? Dann bist du schon bei irgendwo alles in allem einer Stunde. Ja? Dann sagt man, okay, oder sagt der ein oder andere, alles klar, 500 Euro für eine Stunde, das ist ja jetzt ein toller Stundenlohn. Wer bezahlt die Zeit, die Jahre, die ins Land gegangen sind, damit man überhaupt in der Lage ist, solche Arbeiten mit der hohen Erfolgsquote und in dieser kurzen Zeit zu bewältigen. Ja? Also ich kenne viele Techniker, die an sowas arbeiten und üben. Und das sind teilweise welche dabei, gerade am Anfang, die sitzen dann 12 Stunden an so einer Datenrettung dran. Ja? Das sollte man auch immer berücksichtigen. Ich habe letztens irgendwie ein ganz schönes Bild dazu im Internet gefunden, wo eben stand, ja, du sagst, ich verdiene in 10 Minuten 100 Euro, aber wer bezahlt mir die 10 Jahre, die ich brauchte, um das in 10 Minuten zu machen? Ja? Das sollte man immer berücksichtigen, ja? Weil es geht nicht darum, hier irgendwie jemandem zu viel Geld aus der Tasche zu ziehen, aber es geht darum, diese Arbeit mit einer fairen Vergütung ganz einfach, oder diese Arbeit fair zu vergüten, ja? Und auch mit Respekt zu vergüten. Und kleinere Unternehmen wie wir haben es da immer schwerer, weil wir müssen uns dann häufig rechtfertigen dafür, warum kostet dann jetzt irgendwie etwas 499 Euro. Wobei große Unternehmen, große Datenretter, da gibt es in dem Preisbereich gar nichts, ja. Und wenn es da in diesem Preisbereich irgendwas gibt, ja, dann würde da niemals eine Diskussion stattfinden oder es würde niemals in Frage gestellt werden, warum denn eine Datenrettung jetzt so viel kostet oder wie auch immer, ja. Also das sollte man wirklich berücksichtigen hierbei. Das ist mir ganz wichtig, dass Menschen das auch verstehen, dass es hier nicht darum geht, irgendjemandem Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern dass es wirklich darum geht, wir bringen Menschen Daten wieder und die Verfahren hierfür sind teilweise wirklich sehr aufwendig und dementsprechend muss das ganz einfach sauber und ordentlich vergütet werden. Ja? So, jetzt haben wir den CPU draußen. Die Daten von dem Logic-ROM, die will ich jetzt gerne kopieren und wird das ungern jetzt entnehmen, nach Möglichkeit. Ja, das heißt, in diesem Step würde ich jetzt hingehen und würde mittels eines Programmers quasi einmal die Daten von dem Logic-ROM hier, das ist meine JC spinnt, spinnt schon seit Tagen. Ich würde es jetzt mal so machen, ich nehme gerade die Maschine vom anderen Tisch. So, den Datensatz zu kopieren hat den Vorteil, dass man eben den Chip nicht rausnehmen muss, weil der darf auch nicht verloren gehen, der darf nicht cracken. Das ist, es ist auch kein Problem, sage ich mal, den jetzt zu entlöten. Alles klar, da sind überall die Akkus leer oder wie sehe ich das? Schauen wir mal hier, ob wir, wenn wir da ein bisschen Saft drauf geben, dann das Ganze erledigen können. Jetzt wird das Logic-ROM erkannt, dann wird es einmal ausgelesen und dann wird dieses Logic-Board mit den Logic-ROM-Daten von hier beschrieben. Das ist wichtig für den Datenerhalt, ne? Anders wird es nicht funktionieren. So, dann gebe ich dem Andi seine JC zurück. Hier, bitte.
Okay, alles klar. So. Dann ist es auch noch wichtig, dass man dran denkt, Wi-Fi zu anbinden. Wenn ich dann jetzt hier irgendwo habe dazu. Jawohl. Wahnsinn. Ich glaube, hier ist auch einfach nur der Akku leer. So, please put in HDD. So, bin ich blind? Nö, passt doch. Hast du das normale 4.7-Modul mal für mich, Andi? Ja, irgendwie mag mich heute die JC nicht so. Ich weiß auch nicht warum. Okay. So. So, jetzt machen wir hier einfach einmal Unbind Wi-Fi, damit wir dann später auch Wi-Fi-Funktion haben, wobei das bei der Datenrettung jetzt noch nicht mal zwingend nötig ist. Ja? Aber wir machen es einfach, aus Gewohnheit. Ja? So, jetzt wird der CPU gereinigt und dann wird der reballed, das heißt, da werden neue Lötpunkte aufgesetzt. Ja? Ich denke, dass die treuen Zuschauer, die jetzt schon seit langem dabei sind, auch die meisten Techniker, das wahrscheinlich schon wissen. Weißt du, wo meine Hakuholder sind? Diese. Ich habe einen hier. Ist einen hier? Dann gib mir den doch bitte mal. Oh Gott. Auch wieder vom einen oder anderen bestimmt später dann die Frage, warum sehen wir denn nicht alles in dem Video? Der Hintergrund ist der, dass es einige gibt, die eben auch in diesem Bereich tätig sind und die über YouTube sehr viel forschen und dann im Endeffekt nachschauen, wie macht man sowas und sich da weiterbilden wollen. Und man muss ganz klar sagen, dass das Ziel der Videos hier nicht die Weiterbildung anderer Unternehmer ist, und das ist auch nicht böse gemeint, überhaupt gar nicht, sondern es geht ja hier darum, einfach zu zeigen, was wir quasi in der Lage sind zu tun, ja, dass wir auch in schweren Fällen von Korrosion oder Platinenbruch etc. in der Lage sind, Daten zu retten. Ne? Das ist der Hauptgrund, warum wir diese Videos oder warum ich diese Videos mache. Ja, und dementsprechend sollte man dann verstehen, dass nicht alles gezeigt werden muss. Ne? Und manche Dinge sind ganz eben so, als dass man sie einfach nicht unbedingt zeigen muss. Ne? So ist die Reinigung, die macht auch jeder in diesem Bereich, denke ich, anders. Und jeder hat da seine Techniken und es ist auch gut so, dass jeder da was anderes hat. Nur ich finde nicht, dass es Sinn macht, sowas zu zeigen, weil wie gesagt, das ist wertvolles Wissen, was man sich über eine sehr, sehr lange Zeit erarbeitet hat. Und dann sollte man auch einfach akzeptieren, finde ich, dass solche Dinge irgendwo in irgendeiner Form geheim bleiben. Das heißt geheim, dass man das ganz einfach nicht unbedingt zeigt. So. Haben wir den CPU sauber? Mal anschauen.
ganz ordentlich aus. Vielleicht noch einmal drüber hier. Und dann sollte das passen. An manchen Stellen haben wir noch so ein bisschen Kleber hängen. Aber den sollten wir relativ gut wegschaben können. Gut, haben wir auch das erledigt. So, das ist wirklich das Herzstück von dem Gerät. Das ist der CPU, der Hauptprozessor. Ja? Und den brauchen wir zwingend zum Datenerhalt. Genauso wie den NAND-Speicher und eben auch das Logic ROM oder eben die Logic ROM Daten, die wir quasi umkopiert haben. Ja? Das ist unerlässlich, dass wir all diese Dinge haben. So. Ich hier einmal ein bisschen sauber. Ich habe heute wirklich, man könnte meinen, ich arbeite bei Subways, weil ich habe heute wieder sehr viele Sandwiches gemacht. Ich habe wirklich nur Sandwichboards gemacht den ganzen Tag. Jetzt kann ich euch auch gerne nochmal hier auf die Mikroskopkamera schalten. Ich mag euch ja jetzt nicht irgendwie alles vorentnehmen. Sollen ja auch die eventuell gerade ein Problem haben, was Datenrettung angeht und die angewiesen sind auf eine schnelle und kompetente Hilfe und vor allem auch auf eine sehr hohe Erfolgsquote, und ich würde sagen, die ist wirklich gut. So. Der Andi hat übrigens ab morgen Urlaub. Der Andi, der sitzt zu meiner Rechten. Das heißt, da muss ich doppelt und dreifach so viel arbeiten. Das wird richtig eklig. Das ist, wenn der Andi mal in Urlaub ist, dann ist für mich wirklich immer. Ich meine, das auch, wenn der David in Urlaub ist, dann wird es auch richtig stressig, weil der auch sehr viel uns abnimmt. Ist immer blöd, wenn einer fehlt im Team. Weil wir, wie gesagt, nicht wie andere irgendwie 12, 14, 20 Mann Betrieb sind. Wir sind klein. Aber denke ich, technisch ganz gut spezialisiert. So, jetzt brauchen wir einen Stencil. Das ist quasi eine Schablone. Kennt der ein oder andere vom Tätowierer. Die haben ja auch Stencils, die sie nehmen, auf die Haut auflegen. Machen wir einmal sauber. Ich nicht weiß, ob der hundertprozentig sauber war. Lotpaste. Andi ist, glaube ich, noch fleißig am E-Mails beantworten. Er will vor seinem Urlaub irgendwie alles abarbeitet bekommen, damit später nicht so viel an mir kleben bleibt. Das ist auch sehr, sehr löblich. So, jetzt wischen wir noch einmal ab. Auf dem Tisch hier ist relativ viel Dreck entstanden durch das Abschaben vom Kleber vom CPU. Jetzt hoffen wir mal, dass das so sauber genug ist und dass das dann auch so passt. So. Dann schauen wir mal. So, wir hatten letzte Woche ein iPhone 7
von jemandem, der nach einem, also sein Bruder ist bei einem schweren Autounfall tödlich verunglückt. Mein Beileid nochmal an dieser Stelle. Und die haben unbedingt die Daten von dem Gerät gebraucht. Ja, und da waren auch bei diversen Datenrettern. Die haben gesagt, das ist unmöglich. Ja. Das war wirklich, hat massiv ausgesehen. Das könnt ihr auch auf Instagram mitverfolgen. Wir konnten die Daten komplett retten. Das war wirklich sehr schön. Und dies geschah auch im Board-Swap-Verfahren, weil das Board war stark gebrochen. Und dann ist das ganz einfach die Methode, die angewendet werden muss, um einen Datenerhalt zu sichern. Fragen auch immer ganz viele wegen den Temperaturen und wie auch immer. Die kommunizieren wir in den Videos auch nicht. Ich mag nochmal betonen, es geht wirklich darum, euch einfach zu demonstrieren, inwiefern es möglich ist, einen Datenerhalt zu gewährleisten. Ja? Und es geht nicht darum, in allen Details irgendwelche Verfahren zu erklären. Ja? Werden. Bei YouTube, ich sage ja schon seit langem und jetzt sagt nicht, dass ihr jetzt denkt, ich sage das immer nur so, wir sind dabei, gerade wirklich ein neues Format zu kreieren. Wir wollten es hier am Standort noch machen, wir werden es aber nicht realisieren können, weil uns hier ganz einfach auch der Platz fehlt. Und in diesem Format, dann wird es auch wirklich ein paar technische Basics geben und ganz einfach ein paar mehr Erklärungen rund um dieses komplette Thema, ja. Und ihr seht, hier hatten wir noch so ein bisschen Schmutz, ja. Und durch den Schmutz haben sich da ein paar Pads nicht verbunden. Was jetzt aber auch nicht weiter wild ist. Wir machen das jetzt anders. Schauen wir uns das einmal an. Das sind eben Dinge, die eben auch gelöst werden müssen dann in solchen Fällen. Die zählen dann auch wiederum zu der Erfolgsquote dazu, dass man sich dann auch in solchen Situationen schnell zu helfen weiß. Ja. Wir haben auf so einem CPU weit über 1000 Lötpunkte drauf. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Hallo. So, jetzt machen wir hier so ein bisschen, zack, zack, ein bisschen Flux drauf, damit die Kugeln da gleich ordentlich halten. Ist sogar ein bisschen groß, die hier. Wollen wir nicht. Das hier ist besser. Genau, einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Ja. Hier würde ich sogar nochmal rausnehmen. So. Oh, die ist mir auch zu groß. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hin und machen diese beiden fest. Zack. Jetzt bauen wir noch ein Kügelchen. Wie gesagt, das ist normalerweise wirklich eine One-Take-Sache. Aber kann eben auch durchaus mal sein, wenn man sehr vorsichtig reinigt. Ja, und das ist dann auch schön, dass man sowas mal sieht. Jetzt können wir hier ein bisschen einfluxen.
Und dann können wir einmal einen Reflow machen. Das heißt, wir erwärmen das Ganze noch einmal. So, und dann haben wir wirklich ein schönes Ergebnis. Ja. So. Und dann, wir können entweder den Speicher einmal sauber machen, ja. Wenn der aber aussieht wie der, ja, es ist eine Datenrettung, es ist keine Reparatur, dann mache ich den auch nicht sauber, dann gibt es Lotpaste und dann wird einmal reballed und dann ist das auch gut. So. Okay. So, der Reball wäre fertig. Mal hier einmal sauber. Nehmen wir den Stencil ab. Legen hier einfach nochmal ein bisschen Flux drauf. Und dann war es das auch schon. Ja? Damit können wir arbeiten, das ist gut. Und dann wird das alles auf unser iCloud-Board verlötet, ja, auf unsere Rolling-Platine, die wir dementsprechend vorbereitet haben. Ja. Dann noch einmal die Werte kontrollieren, um zu sehen, ob die Platine sauber ist. Das sind eben auch alles Dinge, die man beherrschen, wissen muss und im Vorfeld einfach erledigen muss. So. Und dann können wir das Ganze verlöten. Und wissen dann gleich mehr über den Datenerhalt, der in dem Fall aber mit Sicherheit gegeben sein wird. Ihr seht hier sogar am Speicher überall die Korrosion. So, das war der Speicher, der ist drin. Der duftet auch noch sehr, sehr stark nach Parfüm. Wahrscheinlich haben die das da drin dann eingelegt irgendwie. Ich weiß es auch nicht. So, jetzt machen wir hier noch einmal sauber.
alles noch einmal sauber, damit wir da auch keinen Schmutz drunter haben. Und ihr seht, das ist, viele stellen sich das vor irgendwie, dass das alles so maschinell läuft und man da gar nicht viel mit den Händen machen muss, aber es ist wirklich eine reine Handarbeit. So ein Boardswap ist wirklich Übernahme von CPU und anderen kritischen Komponenten, ist wirklich ganz einfach Handarbeit. Ja. Und das wird auch niemals eine Maschine ersetzen. So, nur nachdem wir das Ganze mit den Fingern platziert haben, wird der CPU verlötet. Auch hierbei immer im Kopf haben, dass das Bauteil sehr wärmeempfindlich ist, also das, man kann da im Endeffekt schon viel kaputt machen. So, und jetzt warten wir einfach einmal kurz, weil das Ganze muss abkühlen. Und dann können wir das Ganze einmal testen. Jetzt müssen wir nur schauen, haben wir irgendwo einen Testbildschirm. Ich hatte da eben noch, den habe ich auf dem anderen Gerät drauf. Schauen wir mal, ob da schon das Backup fertig gelaufen ist an dem anderen Gerät. Das war nämlich auch eine Datenrettung. 7er, ja, nach Möglichkeit. Ich brauche auch keinen Home-Button. Von daher... Dankeschön. Gut, dann noch einmal ein bisschen runterkühlen. Dann kontrollieren wir nochmal von der Seite, schauen wir einmal drauf und dann kontrollieren wir die Werte oben, ob die soweit passen. So, von der Seite her sieht das sehr sauber aus. Jetzt kontrollieren wir das einmal. Ohne ein Display anzuhängen, einfach nur über die Werte am Labornetzteil und das sieht für mich gut aus. Und dann würde ich sagen, geben wir euch doch einmal hier auf die Enhanced-Kamera, schließen das Display an und versuchen mal, ob das Gerät bootet. Ja? Und boom! Wir haben einen Boot. Ja? Das heißt, dass wir im Endeffekt aus dieser Platine, die so schlimm korrodiert war und wo wirklich vorher schon eine Menge probiert wurde, ich halte jetzt mal das Display so, weil ich weiß nicht, ob da persönliche Daten drauf sind, konnten wir erfolgreich die Daten retten. Ja? Und das ist, denke ich, eine Sache, die immens wichtig ist, dass den Menschen klar wird, dass auch in solchen Fällen, wenn es wirklich... Wenn andere sagen, da geht nichts mehr, wenn große Datenretter euch sagen, da geht nichts mehr, da funktioniert nichts, wenn andere euch wegschicken und sagen, nein, es gibt keine Chance, ihr werdet die Daten niemals bekommen, holt euch einfach noch eine zweite Meinung ein und lasst einfach mal jemanden draufschauen, ne, der eventuell sich da spezialisiert hat. Ja, das heißt ja nicht, dass man irgendwie besser ist als andere, sondern dass man ganz einfach in einem Bereich sich stark spezialisiert hat, ja, um eben genau solche Dinge zu ermöglichen, nämlich den Datenerhalt in aussichtslosen Fällen. Ja. Also wir sehen hier jetzt noch immer den Apfel, das wird auch jetzt eine Zeit dauern, bis der Bootvorgang durchläuft. Ja. Und ja, im schlimmsten Falle bügelt man noch ein Update drüber. Ist aber normalerweise nicht erforderlich. Ich weiß ja eben nur nicht, was vorher mit dem Gerät im Endeffekt schon probiert wurde. Den Datenerhalt hier, der ist sicher. Der Speicher ist physisch nicht defekt. Der Speicher lässt sich lesen. Wir konnten Wi-Fi anbinden. CPU lässt sich übernehmen. Die Werte am Power Supply sind absolut sauber und in Ordnung. Ja? Von daher passt das soweit. Im schlimmsten Falle ist es möglich, dass wir hier jetzt noch ein Update drüber fahren müssen, ja, an dem Gerät. Aber ansonsten ist, jetzt kann es schon sein, dass er gleich durch ist damit. Ja, wir kommen jetzt hier in den Bereich um die, gehen jetzt runter auf 120 mA.
Aber das ist alles sehr technisch und das mag ich euch jetzt hier auch im Endeffekt nicht zumuten. Wie gesagt, ich werde jetzt an diesem Gerät einfach mal noch ein paar Sekunden warten, ja, oder auch eine Minute wegen mir. Kann sein, dass das Gerät sehr lange aus war und dass das dementsprechend dann eine Zeit lang dauert, ja. Und im Anschluss, falls das nicht so sein sollte, dann werde ich hingehen und werde hier ein Update drüber bügeln. Dann hat sich die Sache erledigt. Aber im Endeffekt war genau das, was ich euch zeigen wollte, nämlich dass man nach so schweren Wasserschäden und auch Vorarbeiten dann wirklich immer noch die Möglichkeit hat, an die Daten zu kommen. Ich werde diese Reparatur später auch auf Instagram posten, sodass ihr sehen könnt, dass die Daten da sind und dass das alles passt. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. In der Vergangenheit habe ich immer gesagt, wenn ihr sowas lernen wollt, dann könnt ihr das gerne bei uns an der Bottle Level Repair School tun. Bieten wir aber nicht mehr an. Während Corona habe ich ganz einfach gemerkt, dass die Wochenenden der Familie gehören und das ist auch gut so. Und das war ein positiver Effekt, der im Endeffekt übergegangen ist. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr unseren ICC Pro kaufen würdet. Das ist ein Diagnosegerät zum Diagnostizieren von Fehlern am USB-Controller IC oder Kurzschlüssen auf Hauptleitung. Ja. Informiert euch drüber und ansonsten würde ich mich auch freuen, euch begrüßen zu dürfen in der Board Library, in der Facebook-Gruppe Smartphone Repair Group Germany. Das würde mich sehr freuen, euch dort zu sehen, wenn ihr Reparaturunternehmer seid. Bitte auch die Fragen beantworten. Ich bin raus und ja, ich hoffe, das Video gefällt euch. Nach langer Zeit noch was auf Deutsch. Tschüss, macht's gut, euer Ben vom Apfeldoktor in Pieskastel.